der Jahresausklang 2023 am 19. Spieltag der Liqui Moly Handball Bundesliga. Und es war noch mal ein richtiges Highlight-Spiel auf dem Spielplan zu finden. Die Rhein-Neckar-Löwen und Sebastian Hinze zu Gast beim TVB Stuttgart. Beide Mannschaften zu Beginn des Spiels auf Augenhöhe. Adam Lönn zum Ausgleich. Und so gestaltete sich die Anfangsphase sehr, sehr ausgeglichen. Auf Seiten der Löwen, vor allem der Rückraum bemüht, nicht zu viele Fehler zu machen. Starke Einzelaktion von Ole Forssell-Scheffert. Nach und nach die Löwen besser im Spiel, nur selten Gründe zum Jubeln, wie hier beim feinen Dreher von Fernandes von rechts außen. Die Stuttgarter liefen dem Rückstand hinterher, weil Berlin immer besser ins Spiel kam und die Löwen ihr Tempospiel aufzogen. Bis zur Halbzeitpause stellten die Gäste auf plus 5. Auch weil Birlehm völlig freie Chancen wie hier von Forsbauer parieren konnte und die Stuttgarter sich im Angriffsspiel allgemein ideenlos zeigten. Ja, das war schon deutlicher als viele erwartet hatten in der Halbzeitpause. Dann dauerte es aber gerade mal 11 Minuten im zweiten Durchgang und die Stuttgarter hatten den Rückstand egalisiert. Sascha Pfadteicher. Über 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Porsche Arena aus dem Häuschen. Und die Stuttgarter konnten nachlegen. Und gingen durch Zieger tatsächlich in Führung. Wieder mal schenkten die Rhein-Neckar-Löwen einen deutlichen Vorsprung her. Wieder mal merkte man der Mannschaft an, dass sie zweifelte, ins Nachdenken kam. Immerhin Patrick Grötzky gewohnt zuverlässig. Den entscheidenden Treffer markierte dann aber der Rechtsaußen auf der anderen Seite. Pfadteicher aus schwierigem Winkel durch die Hosenträger von David Spätz. Am Ende konnten die Stuttgarter tatsächlich jubeln über den Heimsieg gegen die Löwen. Boah, in der Kabine war eine schwierige Stimmung. Ich glaube, die erste Halbzeit war gerade in der Abwehr, ein Rückzug war eine Katastrophe. Angriff war, finde ich, eigentlich vernünftig. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir müssen aufpassen, wir müssen ja volle Hütte, wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, vor allem hinten. Und dass wir das dann so schnell drehen konnten und nochmal so ein spannendes Ding draus machen. Genau das gleiche wie schon gegen Lemgo. Gegen Eisenach haben wir auch die Chance, glaube ich, mit 4 oder 5 wegzugehen. Also kommen wir echt gut ins Spiel rein. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob es der Kopf ist oder ja, die Beine, ich weiß nicht, auf jeden Fall laufen wir nicht mehr. Der Kopf fängt an zu rattern und wir machen Fehler, die wir vorher nicht gemacht haben, sind insgesamt einfach nicht mehr so griffig und geben die Spieler dann aus der Hand. Der Sieger im baden-württembergischen Derby in der stärksten Liga der Welt heißt also TVB Stuttgart. Und für die Löwen gab es einen Tag vor Heiligabend alles andere als eine schöne Bescherung.